Er glaubt aber nur. So, wer ist denn alles noch im Chat, Leute? Wer ist alles noch im Chat? Wem interessiert das Spiel noch weiterhin? Ich finde das gerade sehr interessant momentan. Bisschen. Also was heißt ein bisschen? Echt interessant gerade. Ich konnte ein bisschen durch den Dreck, mich durch den Dreck wühlen, ne? Ja, ich will nicht wieder raus, das ist so nass. Geh da wieder rein. Mich. Hey, auch noch da, alles klar. Fledermaus. Wolf. Ein Wolfskopf. Krebs. Ein Krebs. Blut. Tod. Ich würde sagen, eine Tod. 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 Beim ersten habe ich mich verdrückt. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Wie geht es, Sean? Ich weiß, er ist enttäuscht von mir. Ich bin nicht mehr der Vater, der ich einmal war. Er ist ein guter Junge. Er verdient was Besseres. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Was fühle ich? Tod. Depression. Ich will nicht mehr leben. Ich habe einfach keinen Grund mehr. Nicht mal Ihren Sohn Sean? Ich konnte Jason nicht retten. Sean braucht keinen Vater wie mich. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß da nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder. Aber erst später. Aber dann bin ich woanders. Er ist der Killer, glaube ich. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen 6 Monate im Koma. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. Die Sitzung ist für heute beendet. Also ist hier doch was passiert. Aber nur eine Gehirnerschütterung, ganz schön low für so einen Unfall. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall.
Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Sechs zu zehn. Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Wie war's denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Willst du was essen? Wenn du nichts willst, dann hast du Pech gehabt. Wer nicht will, der hat schon mal. Bumerang? Kannst du den werfen? Nein, Dad, nicht wirklich. Bei mir kommt der nie zurück. Kann ich mal probieren? Du hast es geschafft, Dad. Willst du es mal? Das schaffe ich doch niemals. Komm schon, jetzt gemeinsam. Er hat nicht ja gesagt. Die richtige Aussage. Er hat aber auch nicht nein gesagt. Dann wirfst du ihn gerade und ein bisschen nach rechts. Jetzt. Wirf ihn. Geschafft, Dad. Also bei mir kommt ein Bumerang auch nicht zurück, muss ich dazu sagen. War gar nicht so schwer. Ich hab die Dinger nur geworfen. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Komm, Dad, lass mich fliegen. Das ist aber ein guter Dad. Wenn ich's will. Auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Ich wette, ich kann dich so schnell drehen, dass du nicht drauf bleibst. Alles klar. So was wollte man das Kind schon immer machen. Also ich definitiv nicht. Los, Dad! So schnell wie du kannst!
Schneller! Schneller! Na los! Schneller! Schneller! Und er ist draufgeblieben. Oh, jetzt ist dir ganz schön schwindelig. Ein gutes Astronautentraining. Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Weißt du, ich hab das wirklich nicht so gemeint. Ich war nur sauer. Ich war nicht sehr nett zu dir. Du hattest recht, sauer zu sein. Oha, ich dachte, das Kind wäre auch weg. Was machst du? Ich komme. Ja, es wird echt zu gefühlvoll. Irgendwas wird demnächst passieren. Los, komm, Dad. Was machst du? Ich komme. Hey, Dad. Kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Ausnahmsweise mal. Such den Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Ah, da gibt's die Karten. Einmal. $1. Oha! Ich hab den Controller nicht in der Hand gehabt. Oha! Er ist schon wieder hier. Wo bist du? John!